Previously on StarCraft II Wings of Liberty. Sarah, manchmal glaube ich, es wäre besser gewesen, du wärst an diesem Tag gestorben. Danke, Donny. Der Rebell Jim Raynor hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Sehr gut. Ohne ihre Kaserne und die Fabrik müssen wir nur noch die letzten Nachzügler erledigen und dann heißt es ab nach Hause. Verstanden. Sehr schön. Dann lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier. Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von StarCraft 2 Wings of Liberty. In der letzten Folge haben wir erfolgreich das Artefakt geborgen. Es ging auch recht einfach, aber ist ja klar, die zweite Mission die kann ja noch nicht so schwierig sein. Und trotzdem bedauern wir den Verlust einer geliebten Sanitäterin, die wegen einer schlechten KI gefallen ist, da die KI meinte, die Sanitäter müssten vor den Space Marines stehen. Aber trotzdem, ich würde mir wünschen, wenn wir kurz eine Trauersekunde für unsere verstorbene Sanitäterin einlegen würden. Liebe Sanitäterin, hast einen erfolgreichen Dienst geleistet, wenn auch nur kurz, aber dein Dienst war nicht umsonst. Wir haben das Artefakt geborgen. Okay. So, jetzt wieder zurück. Ich würde sagen, wir sind wieder in dieser schönen Bar. Schauen wir uns mal die Nachrichten an. Was gibt es denn so zu berichten? Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Raynor. Danke, Donny. Raynor weitet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte der Liga verübt und möglicherweise ein gefährliches außerirdisches Artefakt in seinen Besitz gebracht. Zu diesem Thema hat sich heute auch Imperator Max zu Wort gemeldet. Es ist nicht abzusehen, welche Verwüstung diese scheinbar harmlosen Relikte auf unseren Welten anrichten könnten. Jeder, der des Besitzes eines solchen Gegenstandes überführt wird, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sieh's positiv, Partner. Du bist so oder so auf seiner Abschussliste. Danke, Tigers. Schockierend, Kate. Ich befürchte, die zivilen Verluste werden schrecklich gewesen sein, angesichts Raynors terroristischer Handlungen. Nun ja, eigentlich scheinen die einzigen zivilen Verluste, die zu beklagen waren, durch übereifrige Liga-Sicherheitskräfte... Vielen Dank, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Raynor tötet Frauen und Kinder auf Masara. Naja, ein Punkt hat er wenigstens recht, ne? Wir machen die Nachrichten. Wir erzählen, was wir wollen. Scheißegal, ob es wahr ist oder nicht. Ist schlimm genug, dass die Reporterin immer abwirkt und unterbricht. Ja, jetzt muss auch Lügen über uns erzählen. Wart's nur ab, Nachrichtensprecher. Dich bekommen wir auch noch. Dann mal schauen, ob du dann immer noch so tolle Sachen erzählst. Okay, alles klar. Schauen wir uns mal weit um. Was haben wir denn hier für eine schöne Marke? Oh Mann. Hat der Magistrat hier denn nicht gewusst, dass er einen Schwerverbrecher zum Marshall macht? Er hat sogar darauf gezählt. Ich glaube, mein Ruf als harter Kerl hat dabei geholfen, dass hier alles schön ruhig geblieben ist. Solange ich diese Marke getragen habe, habe ich nicht einen einzigen Menschen erschießen müssen. Wo bleibt denn da der Spaß? Tigers ist voll auf Krieg aus. Okay, alles klar. Was haben wir denn noch? Oh, ein schöner Zergschädel. Wie ist das so, gegen die Zerg zu kämpfen, Jimmy? All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davongekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zergs sind, Tigers. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet, bis du Tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst.
Das kann ich mir vorstellen. Tausende solche schreckliche Viecher eine einzelne Person zustürmen. Wow. Da kann es einem ganz anders werden. Okay, was haben wir noch? Schauen wir uns mal die Jagd an. Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tychus. Ich hab schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für 2 Leben. Oh Mann. Aber Geld können wir bestimmt gut gebrauchen, also ein Teil ist seine Idee ist gar nicht so schlecht. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tychus, oder? Nein, war nur Spaß. Ich finde das Tychus einfach nur cool. Okay, dann erzähl mal, Tychus, was geht ab? Also Tychus, wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe. Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Naja, was für eine Wissenschaft. Okay, alles klar. Rainer, hast du noch was zu sagen? Was ist das denn für ein Gesöff? Ey, Mann, das nennt sich Uso, Alter. Trink einen Schluck, komm. Irgendwie habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Jetzt, da das Artefakt sichergestellt ist, müssen Sie an der Backwater Station auf den Abtransport warten, bevor Sie Massara verlassen können. Transporter sind bereits auf dem Weg. Vorsicht ist angeraten. Sicherheitskräfte der Liga könnten das Artefakt bis zur Station verfolgen. Okay, die Stunde 0. Halten Sie bis zur Rettung aus. Belohnung in Credits 55.000. Und wir bekommen in dieser Mission den Bunker. Den werden wir auch brauchen, da wir ja so lange aushalten müssen, bis wir abgeholt werden. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich hoffe doch mal. Wir spielen wie immer auf Schwierigkeitsgrad normal und los geht's. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen hier nur noch eine Weile aushalten. Hört sich nicht allzu schwer an. Ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Commander, es wird eine große Ansammlung von Zerg-Biosignaturen bei der verlassenen Grabungsstätte angezeigt. Ich hätte es wissen müssen. Zum Teufel, Tychus! Ich schwör's, Mann, ich wusste nichts von irgendwelchen Zerg. Vorausgesetzt, die Zerg behalten ihren derzeitigen Kurs bei, werden sie diesen Ort innerhalb der nächsten Stunde einnehmen. Verdammt. Wir müssen durchhalten, bis wir abgeholt werden. Wenn wir die Bunker bemannen und diese beiden Brücken so lang wie möglich halten, haben wir vielleicht eine Chance. Das wird kein Kinderspiel. Ich war schon in einer Menge brenzliger Situationen. Aber noch nie gegen die Zerg, Tychus. Oh nein, müsste das schon Zerg sein? Oh verdammt. Okay Leute, ich werde wie immer mein Bestes geben. Mal schauen, wie lange es dauert, bis die Zerg uns überrennen. Los geht's! Was schnell abbauen! Nur zu! Wow, Heigen erschreckt! Das erste bauen wir mal eine Raffinerie. Der Boss. Und gleich noch ein paar WWFs. 3 Stück. Wir müssen die Bunker bemannen. Alles klar, machen wir mal. Bereit machen, Jungs! 4 Leute in den ersten Bunker. Nochmal 4 hier rein. Ihr bleibt hier stehen. Hier auch.
Jawohl, bow up, komm, auf geht's. Kasane soll die Leute hier ausspucken, dann können wir sie im Westen verteilen. Und dann bauen wir auch gleich mal ein paar Space Marines. So. Wie lange müssen wir aushalten? Halten Sie aus bis zur Evakuierung. Steht aber leider nicht noch. Ach, hier steht's ja. Rechts, alles klar. 19 Minuten. Ach du Scheiße. Neuigkeiten? Was wichtig? Was liegt an? Abmarsch bereit! Hier komm ich! So, gleich in die Bunker rein, Leute. BBF einsatzbereit. Button! Oh nein. Die Zergs kommen. Da kommen sie! Durchladen und entsichern! Aber wir warten hier. Los, los, los! Ah nein, wir können... Nee, ich kann das nicht. Ich kann die Kolonisten nicht einfach opfern. Wir müssen weiter bauen. So, auf geht's. Ihr zwei. Jawohl, vor mit euch. Sanitäter, wir brauchen das Tech-Labor. Hier können wir es bauen. Wunderbar. BBF, auf geht's. Schlechte Neuigkeiten? Hier komm ich! Jawohl, vor mit dir. In Ordnung! An alle, die das hier hören können, wir sind an der Backwater Station eingeschlossen. Bitte helft uns! Oh, verdammt. Fertiggestellt. Hier sind welche eingeschlossen. Alles klar, wir müssen dorthin. Ich kann die Leute nicht einfach so sterben lassen. Raus mit euch, komm. Haben wir schon einen Sanitäter? Nein, natürlich nicht. Dann natürlich ohne Sanitäter. Vor, auf geht's. Benötige weitere Depots. Jawohl, bauen wir gleich. Ihr Dreckszerglinge. Jawohl. Wird gemacht. So, hier warum sind wir. Nicht? Ich dachte, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Und wieder zurück, aber schnell verstand. Auf die Brücke. Ein Sanitäter, hier hin. Worauf soll ich ballern, Sir? Wir brauchen mehr Depots, alles klar, wir auf geht's. Etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ja, ich komm gleich, bin gleich da. Von mir aus. Verdammt, wir haben einen verloren. Wir brauchen dringend Sanitäter. Mehrere feindliche Flugeinheiten gesichtet. Ach, Ankunftszeit, verdammt nochmal, jetzt! Ach, Scheiße, jetzt! Verband gefällig? Jawohl, hier bitte. Auf geht's, vier Leute da rein. So, können wir hier auch? Nein, auf geht's, Space Marines. Dann machen wir hier die Sanitäter. Basis wird angegriffen. Wo denn? Ja, ja. Hier komm ich! Okay, wir müssen den Raketenturm wieder reparieren. Wir brauchen ein WBF. Benötige weitere Depots. Ja, ich baue ja schon. Schlechte Neuigkeiten? Bau mal mehr Depots. Auf geht's. Darf sonst noch was sein? Nicht genügend Mineralien. Oh, verdammt. Irgendwie artet die dritte Folge schon in Stress aus. Jetzt geht's rund. Wo? Ich habe Zergs gehört. Wo? Was liegt an? Los, los, los! Jo! Bau nochmal zwei BBFs, dann können wir mehr Mineralien abbauen.
So, sorry Leute, dass ich schon wieder so ruhig bin und kaum etwas sage, aber ich bin total angespannt. Ich hoffe so, dass wir aushalten bis zur Evakuierung. Hier kommen sie. Diesmal bitte vor den Sanitäter. Bereit machen, Jung. Kommt noch was. Aber worauf soll ich ballern, Sir? Jawohl, nochmal zwei. Mayday, Mayday! Wir sind eingekesselt von den Zerg. Wo sie seid haben ihr? Sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns! Alles klar, ihr seid da drüben. Haltet durch, Jungs, wir kommen. Wir sind schon unterwegs. Nicht genügend Mineralien. Ja. Bereit machen, Jungs! Immer diese fehlenden Mineralien. Komm, baut mal ein bisschen schneller ab hier. Abmarschbereit! Selbstverständlich! Okay, jetzt haut die Zirklinge weg. Immer mit der Ruhe. Sehr schön. Mann, tut das gut, euch zu sehen. Jawohl. Wartet, wir kommen mit euch. Schön. Kurz davor nochmal auf die Toilette, alle. Das würde zu lang dauern. Dann wieder zurück. Oh nein, scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Verdammt, wir haben den Bunker verloren. So eine Scheiße. Einmal nicht aufgepasst und schon haben wir einen Bunker verloren. So, positioniert euch wieder. Vielleicht können wir einen Bunker bauen. Jawohl. Wir bauen wieder einen hin und zwar genau hier. Ich glaube, hier war er, oder? Hier komme ich! So. Und die nächste Verstärkung. Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Können wir ja gleich nochmal einen Bunker bauen, ne? Wir müssen ja nicht nur einen bauen. Wir bauen einen auf der Seite noch hin. Und dann noch einen hier. So. Wo ist unser netter Kollege? Hier? Wir brauchen mehr Depots. Aber sicher! Wir fahren die Depots mal ein. Ich finde die Funktion so toll. So, bitte wieder vier Leute hier rein. Sehr schön. Ach du Scheiße, ein bisschen zurück. Kann der Bunker mitfeuern. Sehr schön. So. Space Marine, auf geht's. Mehr, wir brauchen mehr. Zwei Einheiten gleichzeitig. Na, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Hier sind die Zerglinge. Die stehen aber ganz ruhig. Sehr schön. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Könnte aber natürlich besser sein. So. Abmarschbereit! Ich glaube, hier haben wir ein bisschen zu viel Sanitäter. Das ist ja eine wahre Epidemie. 1, 2, 3, 4. Jawohl, jetzt sind sie gut dabei. Beide Safety 4. Ab in den Bunker mit euch. Sehr schön. Erweiterung fertiggestellt. Jawohl, dann können wir jetzt unsere Soldaten ausbilden. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Worauf soll ich ballern? Ah, das war doch jetzt relativ harmlos. Schickt ein paar WBFs, um die Bunker zu reparieren. Jawohl, machen wir. Ist ja nicht mein Geld. Hier komm ich. Reparier mal alles durch. Yep. Wow, Heigen erschreckt. Dann. Ab hier hin. Was wichtig hat? Noch zwei Depots oder drei. Unser Taxi ist auf dem Weg. Jawohl, wir bleiben dran, keine Sorge. Kann's kaum noch erwarten. Jetzt geht's rund. Kommt noch was?
So, jetzt müsste nächstes noch ein Rebellenlager kommen, wo wir retten müssen. Abmarschbereit! Und dann nähern wir uns auch schon dem Ende bald wieder. Worauf soll ich ballern, Sir? Und das sage ich jetzt schon, nachdem wir knapp die Hälfte gespielt haben. Oh Mann. Oh, hier kommt ein Zergschwarm. Okay, alles klar. Durchgeladen und entsichert. Zwei Punkte. Jawohl, haut sie weg. Der nächste Schwarm kommt auch schon. Ah, auf geht's. Bereit machen, Jungs! Komm her. Wir brauchen sofort Unterstützung. Feindliche Einheiten überall um uns herum. Hört uns jemand? Jawohl, wir sind schon zur Stelle. Auf geht's, Leute. Befreien wir diese Leute mal. Wahnsinn. Dann sehen wir zu, dass wir schnell wieder zurückkommen. Durchgeladen und entsichert. 10-4. Die Kavallerie ist da. Jawohl, schnell zurück. Hier komm ich, kann's kaum noch erwarten. Dass uns so geht wie das letzte Mal. Dass wir dann auf einmal überrascht werden. So. Wird gemacht. Los, los, los. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich versuche die Leute einigermaßen gut zu verteilen. Durchgeladen und entsichert. Alles klar. Kommt noch was? Auf geht's. Wir bauen so viele Soldaten wie nur möglich. Ich vermute mal, in den letzten Minuten, da wird's ganz schwer. Da kommen wir schon so viele, dass man es einfach gar nicht mehr schaffen kann. Ich habe das ja früher schon mal gespielt, aber nie ganz durchgespielt, aber ich übers dritte Level bin ich hindurch. Und ich habe gemeint, Richtung Ende kommen immer mehr, so dass man irgendwie gar keine Chance mehr hat, die alle abzuwehren. So. Bereit machen! Worauf soll ich ballern? Ab in den Bunker mit euch. Hier komm ich! Sollen wir nochmal einen Bunker bauen? Komm, zu. Wir bauen nochmal zwei Bunker. Warum nicht? Wir können hier. Noch was? Durchgeladen und entsichert. Okay. Abmarschbereit. Los, los, los! Durchgeladen und entsichert. Jetzt geht's rund. So, jetzt ist die Ruhe vor dem Sturm wahrscheinlich. Aber wir bauen ja viele Einheiten. Kaum noch erwarten. Vielleicht noch mal den ein oder anderen Sanitäter. Bereit machen, Jungs. Hier kommt hier wieder eine Angriffswelle. Ui, da haben wir noch mal Glück gehabt. Beinahe wieder einer gestorben. Abmarschbereit. So, wieder ein Bunker fertig, rein mit euch. Los, los, los! Durchgeladen, kann's kaum noch erwarten. Ja, es geht früher los, als dir lieb ist. Schlechte Neuigkeiten? Ich Idiot. Ich Idiot. Nein, jetzt geht's wir rund. Können ein Maschinendock bauen und ich baue verstanden. Nur Marines. Oh Leute, tut mir so leid. Aber wir bauen jetzt noch schnell. Und entsichert. Kurz vor Ende bauen wir noch schnell Maschinendock. Wahnsinn! Bereit machen, rein mit dir in den Bunker. Kannst kaum noch erwarten. Hier komm ich! Unglaublich, wie ich das wieder verpennt hat. Ich bin schon unterwegs. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Abmarschbereit. Nur noch ein bisschen länger durchhalten. Wir sind bald hier raus. Jawohl, das machen wir. Wird gemacht. Bitte nennen Sie die Art des medizinischen. Sie haben Ruf. Durchgeladen so. Und entsichert. Maschinendock fertig.
Meine Herren. Was wichtig hat? Das geht sogar. Einen Raketenturm können wir aufbauen, auch mal. Ich habe mich so ablenken lassen von diesem Missionsstartbild. Da kommen ja immer so eine schöne Einheit, die man neu dazubekommt. Dachte ich, das wäre alles. Dachte, wir bekommen jetzt nur Bunker. Ist ja nicht mein Geld. Ach ja, was soll's. Ich präsentiere 4 Minuten vor Spielende das Maschinendock. Aber bisher haben wir es ja gut überstanden. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir jetzt zu einem späteren Zeitpunkt die Waffen und die Panzerung upgraden. So, du gehst noch mal ein bisschen Mineralien abholen. Gas haben wir noch genügend, da reichen 2 Arbeiter. Jawohl. Das hat dann viel einverloren. Okay, wir brauchen noch 1 Sanitäter hier. Kann's kaum noch erwarten. Kommt noch was? So. So, um die Leute mal etwas gut zu verteilen, aber ob das auch genügt, werden wir noch sehen. Wow, Heigen erschreckt! Ja, nochmal ein paar Depots. Lesen der Boss! Nicht genügend Mineralien. Hier komm ich! Der Doktor ist da. So, oh, hier kommt ein ganzer Schwarm. Also die rechte Seite, die ist irgendwie stärker als die linke. Oder die koordinieren sich besser. Keine Ahnung warum. Losgeladen und entsichert. Sind doch nicht wirklich mehr Soldaten da, oder? Ich will es jetzt nicht alle durchzählen, aber ich denke, die müsste ungefähr gleich gut verteilt sein. Kommt noch was? So, Angriff war rechts, dann könnte er jetzt vielleicht wieder auf der linken Seite kommen. Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Der medizinische Notfall. Kann's kaum noch. Ich habe Motorproben. So, der medizinische Notfall besteht darin, dass viele Zeug bis hoch geht. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Losgeladen und endlich. Nicht genügend Mineralien. Okay. Du. Nur zu. Mineralien abbauen. Wir spielen das haben wir genug. Der Doktor ist da. Wir haben Ruf. Ich kümmere mich drum. Sanitäter nach hinten. Wir können die etwas Hilfe gebrauchen. Ach, ihr schafft das noch. Kann ich kaum noch erwarten. Losgeladen und entsichert. Noch ein ganz klein bisschen zurück. Commander, Matt Horner hier. Durchhalten. Die Kavallerie ist auf dem Weg. Jawohl, aber keine bitte schnell. Mit. Lass dir ruhig Zeit. Wie lass dir Zeit? Gib Vollgas. Wo ist mein WBF? Kaum noch erwarten. Lohnt sich wahrscheinlich eh nicht mehr, letzte 23 Sekunden, aber was soll's. Losgeladen und entsichert. Okay, jetzt. Unendlicher Nachschub an Soldaten. Los, los, los! Jawohl, wir haben es geschafft. Sicher.
Kavallerie ist hier. Ist da unten noch jemand am Leben? Gut, dich zu sehen, Matt. Willkommen auf unserer kleinen Party. Ich bin froh, dass wir es noch rechtzeitig geschafft haben, Sir. Na, dann holen wir euch Jungs mal hier raus. Puh, na, das war mehr als eine kleine Party. So, Hauptsache wir haben es geschafft. Unsere Folge, die Stunde 0. Erfüllen Sie alle Missionsziele von die Stunde 0. Erfolgreich absolviert. Nicht zurückweichen. Schließen Sie die Stunde 0 auf normal ab, ohne ein Gebäude zu verlieren. Oder wieder zu verwerten? Wir haben doch einen Bunker verloren. Zählt der nicht? Okay, alles klar. Wunderbar. Merkwürdig, weil hier steht ja auch oder verlorene Gebäude 1. Aber gut, okay, ich nehme den auch voll gerne an. Okay, Leute. Das haben wir ja erfolgreich hinbekommen. Dem ich natürlich viel zu spät gemerkt habe, dass wir noch einen Maschinendruck haben, aber was soll's. Ich werde das nächste Mal besser schauen. Und ich würde sagen, es geht weiter. Nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt! Was zur Hölle war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Kern ist von einem missglückten Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwegen. Erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Exklusive Bilder belegten, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anfühlt. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. What the hell happened? It's about time.